Sarah, Sarah, hast du schon gehört? Ich habe jetzt endlich auch einen Freund. Ja, natürlich habe ich von dem Typen schon gehört. Und eins kann ich dir sagen. Entweder du machst sofort Schluss mit ihm oder du verlierst mich als deine Freundin. Ich kann dem Kerl nämlich überhaupt nicht ausstehen. Auf Wiedersehen. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem Video mit einem Thema, das mir persönlich, als ich damals in dem Alter war, als das interessant wurde, extrem viel Angst gemacht hat. Und zwar der erste Freund. Es klingt ja eigentlich total positiv, aber es gibt so viele Probleme, die das mit sich tragen kann. Und um euch so ein bisschen die Ängste zu nehmen und euch einfach von meinen Erfahrungen zu erzählen und so, gibt es heute dieses Video. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit Problem Nummer 1. Wann weiß ich, dass der richtige Zeitpunkt für den ersten Freund gekommen ist? Eigentlich kann man da pauschal gar keine Antwort geben. Das hängt total von der persönlichen Reife von dieser Person ab, die gerade fragt. Und mal sind die Leute mit 14 total reif, mal mit 16. Und man hat das Gefühl, manche Leute werden es gar nicht. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich aber sagen, eine Sache ist extrem wichtig. Und zwar lasst euch von außen keinen Druck machen. Und wenn ihr schon 16 seid oder 17 seid und immer noch keinen ersten Freund hattet, dann ist das halt so. Mein Gott, was soll denn passieren? Ihr tut euch echt keinen Gefallen damit, wenn ihr euch mit einer Person einlasst, die ihr eigentlich gar nicht so richtig liebt, nur um sagen zu können, hey, ich habe jetzt einen Freund. Und ich glaube, das wird man auch immer im Nachhinein bereuen. Problem Nummer 2. Ich habe schon einen Freund. Muss ich jetzt zum Frauenarzt gehen? Ach ja, der Frauenarzt. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht total Schiss hatte, das erste Mal dahin zu gehen. Aber Leute, wenn ihr vorhabt, sexuell aktiv zu werden, dann ist der richtige Zeitpunkt da, zum ersten Mal hinzugehen, euch durchchecken zu lassen und wirklich einfach gucken, ob ihr gesund seid. Und euch aufklären lassen und sowas. Ich denke, wenn jemand erwachsen genug sein möchte, eine sexuelle Beziehung aufzunehmen, dann sollte er auch erwachsen genug sein, zum Frauenarzt zu gehen. Klingt ein bisschen hart, aber Leute, ihr tut euch echt nur einen Gefallen damit. Und am Ende ist es so wie mit den meisten Sachen, vor denen man total Angst hatte. Es ist gar nicht so schlimm. Erst einmal, ihr könnt auch euren Freund mitnehmen und der kann euch ein bisschen die Angst nehmen. Der kann bei der ganzen Untersuchung dabei sein oder auch nicht. Der kann euch einfach nur ins Wartezimmer begleiten und so. Und zweitens könnt ihr auch erst einmal nur einen Termin zum Reden, für ein Gespräch wahrnehmen. Den Arzt, die Ärztin ein bisschen kennenlernen und das nimmt schon einem sehr viel Angst, finde ich. Wenn ihr an ein Verhütungsmittel kommen wollt, wie zum Beispiel die Pille, dann denke ich, kommt ihr an einer Untersuchung nicht vorbei. Ich glaube, das darf kein Arzt verschreiben, ohne eine Untersuchung vorher gemacht zu haben, weil ja klar sein muss, ob ihr auch gesund seid, ob ihr die Pille auch nehmen könnt und so. Und ich verlinke euch unten sehr gerne eine Seite, auf der ihr euch informieren könnt, wie so eine Untersuchung abläuft und so, ob das anonym ist, ob eure Eltern davon mitbekommen müssen und so weiter. Problem Nummer 3. Was soll ich tun, wenn ein Verhütungsunfall passiert? Auch das ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte, bevor man das erste Mal hat. Nicht einfach irgendwie total ohne irgendwelche Sorgen reingehen in die Sache und sich denken, ach, da passiert schon nichts. Sondern wirklich, das Erste ist, seid sicher, dass ihr sicher verhütet. Wenn irgendwas mal passieren sollte, dann gibt es immer noch die Pille danach. Also eine Art Notfallverhütung. Super wichtig ist, dass man sofort anfängt zu handeln. Also so schnell wie es geht, wenn man es bemerkt hat. Ihr habt zwar im Prinzip 5 Tage Zeit, aber es ist natürlich besser, wenn ihr sie am ersten Tag nehmt. Ihr braucht dafür kein Rezept vom Arzt. Ihr braucht dafür nicht irgendwie, keine Ahnung, die Zustimmung eurer Eltern oder sowas. Und das ist auch keine Abtreibungspille oder so. Aber das sieht halt einfach so aus, dass diese Pille einfach den Eisprung um einige Tage verschiebt. Das heißt, es kommt erst gar nicht im besten Fall zu einer Befruchtung. Das heißt, es hat nichts mit Abtöten von entstandenem Leben oder irgendwie sowas zu tun. Und ich finde, es ist fantastisch, dass es solche Möglichkeiten heutzutage gibt, dass ihr wirklich als junge Frauen entscheiden könnt, was möchte ich mit meinem Körper machen? Und nur, wenn ich es will. Und deswegen möchte ich mit diesem Video auch wirklich diese Kampagne unterstützen, weil ich finde, dass es eine sehr, 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 sehr sinnvolle Botschaft ist. Und ich weiß, sehr viele von euch sind junge Zuschauer, denen hoffentlich diese Information etwas bringen kann. Problem Nummer 4. Woher weiß ich, dass er wirklich der Richtige ist? Ob er wirklich der Richtige ist oder nicht, ich glaube, das kann nur die Zeit zeigen. Ich meine, wenn man gerade frisch verliebt ist, dann hat jeder das Gefühl, dass genau er der absolut Richtige ist. Ich denke, ein Kriterium ist dabei aber wirklich sehr wichtig, und zwar, hat dieser Mensch einen guten Einfluss auf euch, ja oder nein? Fühlt ihr euch in seiner Umgebung wirklich besser? Habt ihr ein gutes Gefühl? Oder merkt ihr, dass die Person irgendwie schlechte Einflüsse auf euch hat? Dass sie euch irgendwie total von euren Freunden wegzieht? Dass ihr manchmal traurig seid? Dass ihr euch dabei ertappt, dass ihr Dinge tut, die ihr normalerweise niemals machen würdet und die ihr eigentlich nicht tun wollt? Hinterfragt es einfach. Am Ende, denke ich, wisst ihr am besten die Antwort darauf. Ja. Aber was ist, wenn meine Freunde meinen Freund nicht akzeptieren? Es ist einfach super schwer, pauschal Antworten zu geben, aber ich glaube, wenn euch jemand wirklich vor die Entscheidung stellt, entweder dein Freund oder ich,
dann solltet ihr euch eher für den Freund entscheiden, weil jemand, der wirklich euer Freund ist, der würde euch erst gar nicht vor diese Entscheidung stellen. Ich glaube, in solchen Situationen zeigt sich einfach sehr stark, wer eure wahren Freunde sind und wer nicht. Und ich kann euch nur als Rat geben, kapselt euch nicht komplett von euren Freunden ab. Klar, es gibt in den ersten paar Tagen einer Beziehung oder ersten Wochen immer so diese Zeit, in der man nur aufeinander mit seinem neuen Freund hockt. Aber ich denke, wenn die Zeit vorbei ist, dann sollte man auch ruhig noch mit anderen Menschen Kontakt haben. Und was ist mit meinen Eltern? Sag ich ihnen überhaupt, dass ich einen Freund habe? Ihr solltet euren Eltern, denke ich, auf jeden Fall sagen, dass ihr einen Freund habt. Ich denke, in 99% der Fälle ist das wirklich die beste Entscheidung. Wenn ihr jetzt natürlich total strenge Eltern habt, die irgendwie voll ausflippen und euch irgendwie im Zimmer einsperren oder irgendwas total Schreckliches mit euch machen, wenn ihr es zugebt, das gibt es ja leider, dann vielleicht nicht, aber ansonsten in jeder normalen Beziehung zwischen Eltern und Kind, denke ich, sollte man einfach offen genug sein, das zuzugeben und halt auch erwachsen genug sein, das zuzugeben. Das gehört halt einfach dazu. Ich meine, hey, eure Eltern haben sich ja auch irgendwie mal kennengelernt und die wissen, wie das geht. Ich hatte schon meinen ersten Freund und dann haben wir uns getrennt und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte nämlich, das wäre die allergrößte Liebe meines Lebens. Ich glaube, sehr, sehr wichtig in solchen Situationen ist, dass man Menschen hat, die einen jetzt unterstützen, die einem einfach helfen, irgendwie durch diese Zeit durchzukommen, dass man nicht in dieses total depressive Loch stürzt und nie wieder rauskommt, sondern dass man irgendwie so das Licht am Ende des Tunnels sieht. So, okay, jetzt trauere ich vielleicht und das ist auch okay, aber in ein paar Wochen oder Monaten geht es mir besser und die Welt dreht sich trotzdem weiter und das Leben ist einfach zu kurz, um so lange Zeit traurig zu sein. Und ich denke, es kann sehr viele Lieben in einem Leben geben. Am Ende ist es, wie immer im Leben, total wichtig, insgesamt positiv zu sein und zu glauben, dass das Glück irgendwann zu einem kommen wird, wenn man es nur zulässt. Ich glaube, das war jetzt schmutzig genug zum Ende hin. Liebe siegt über alles. Okay, meine Lieben, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und euch vor allem dann halt, wenn ihr gerade in der Situation seid, irgendwie helfen konnte. Und ja, ihr könnt super gerne mal eure Erfahrungen zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, verlinke ich euch jetzt hier nochmal meine letzten beiden Videos, wo wir uns dann auch wieder sehen können. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao.